meine lieben südmährischen Landsleute, ehe wir unsere traditionelle Wallfahrtsmesse in der Basilika heute abgehalten bekommen und mit abhalten werden, folgen wir einer lieben Tradition vor dem Grab von Professor Dr. Zabel, unserem Heimatpriester, unserem südmährischen, der, ich möchte nicht sagen, schuld war, sondern der die Tradition der jährlichen südmährischen Wallfahrten, und ich weiß nicht, wie viele Jahre die bestanden, die es schon Bestand hat, ich glaube, es sind mehr als hunderte Jahre. Damals noch ging alles zu Fuß hierher. Dieser Professor Dr. Zabel hat nach der Vertreibung hier in Österreich diese Tradition wieder aufleben lassen und wir folgen gerne dieser Tradition. Sie werden schon bemerkt haben, heute haben wir keine Begleitung eines Paters. Die sind alle im Zuge der, also hier ist das Gegenteil von Arbeitslosigkeit, die sind im Zuge des Bedarfes an göttlichen Beistand, an priesterlichen Beistand, alle im Einsatz. Und so nehmen wir Vorlieb mit einem mehr als vollwertigen Ersatz, nämlich Frau Marianne Schneider wird uns heute das Gebet hier zur Totenehrung sprechen und zur Ehrung von Professor Dr. Zabel. Wir lieben gemeinsam Gott, am Grab von Dr. Zabel, dem wir es verdanken, dass wir uns heute hier nach altem Brauch zur Fürsprache der Gottesmutter Maria anvertrauen dürfen. Guter Gott, wir vertrauen darauf, dass unsere lieben Verstorbenen, an die wir mit Dankbarkeit und mit Wehmut denken, besonders Professor Dr. Zabel, aber auch die vielen, an die niemand mehr denken kann, an die sich niemand mehr erinnern kann, dass die alle bei Gott in der Ewigkeit gut aufgehoben sind. Wir bitten dich, guter und barmherziger Gott, begleite auch uns, die wir in dieser Welt noch unterwegs sind, barmherzig und liebevoll, zu dir in deine Ewigkeit. Amen. Beten wir gemeinsam mit unseren Vorfahren und mit, besonders mit Dr. Zabel, das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater, unser geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Vertrauen wir uns noch Maria, der Gottesmutter, an. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist in dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Es segne und bewahre uns der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.